Bitte helft meiner Mutter, der Mutter, die mich geboren hat, der Mutter, die mich groß aufgezogen hat, der Mutter, die 7 Kinder ohne Ehemann, möge Allah mit ihm barmherzig sein, aufgezogen hat. Und dies ist ein Anlass zu sagen, dass derjenige, der behauptet, seine Mutter zu lieben, seine Mutter dann nur liebt, wenn er für sie das Beste und das ist, die Zufriedenheit Allahs wünscht. Möge Allah subhanahu wa ta'ala meine Mutter und deine Mutter recht leiten und mit ihnen zufrieden sein. Amin. Möge Allah subhanahu wa ta'ala meine Mutter heilen und möge Allah subhanahu wa ta'ala jeden Menschen auf dieser Welt heilen. Allahumma amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.